Das dann für 70 Euro? Es gibt geilere Indie-Games für, für, oh, für viel weniger Geld. Ich bin leider gerade einfach nur sehr enttäuscht. Also, wir können, da kurz, wir können das mal kurz zusammen angucken, wenn ihr wollt. Das neue Siedler ist da, aber es gab keine Testversionen vor Release und deswegen gibt es auch noch keine Tests. Nachdem ich jetzt drei Tage auf meinem Twitch-Kanal gespielt habe, Gespielt habe, habe ich auch eine ungefähre Idee, warum, denn das Ding ist leider in einem ziemlich maroden Zustand erschienen. Es stürzt regelmäßig ab und der Multiplayer lässt kaum eine Partie zu Ende spielen, ohne dass ein Spieler die Verbindung verliert. Das sorgt aber dafür, ja ich, ganz kurz, ähm, da, ich will den Maurice natürlich nicht korrigieren, um Gottes Willen, aber das sorgt ja für dieses Retro-Feeling, ja, als man noch seine PCs mit Comports zusammenschließen musste oder vielleicht manche auch über die LPT-Port oder so, das ist extra eingebaut für das Retro-Feeling, ja, dass der, dass der Spieler auch im Jahr 2023, ach Mensch, das ist ja wie damals, alle Features drin, es ist Feature-Complete. Umso mehr wollten wir euch jetzt schon mal einen Ersteindruck oh, zum Spiel geben. Das ist, wie gesagt, noch nicht der finale Test. Ich habe zum Beispiel die Kampagne noch nicht mhm. durchgespielt. Aber es war uns dennoch wichtig, euch sobald wie möglich eine erste Einschätzung zu geben. Denn das Ding hat ja eine lange Geschichte. Es wurde viel noch gearbeitet nach der katastrophalen Beta. Und es erscheint für 60 Euro. Ich verstehe nicht, warum die alles umgestellt haben. Bei der ersten Ankündigung waren alle so gehypt und es war so geil. Und dann haben die alles umgestellt. Volker ist raus danach. Und äh, ich, ich verstehe es einfach nicht. Alle Leute, alle Leute fanden es voll geil. Und dann hat man einfach eine komplette Kehrtwende gemacht. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wollte man nicht, dass es zu nah an Anno ist, glaube ich. Was aber einfach komplett. Also stehen viele Fragen im Raum. Allen voran haben denn die Verbesserungen, die Ubisoft noch vorgenommen hat seit der Beta-Version, gefruchtet. Und das gucken wir uns jetzt mal ein wenig näher an. Und tatsächlich ist der Marode-Release-Zustand ziemlich schade, weil man darunter doch merkt, dass einige Gameplay-Verbesserungen gemacht wurden, die sogar in die richtige Richtung gehen. Zum Beispiel sind Produktionsketten mhm. jetzt ein ganzes Stück wichtiger geworden, weil Nahrung umfangreicher gestaltet wurde. Die Brotproduktion hat jetzt tatsächlich einen Sinn im Spiel. Sie kann jetzt benutzt werden, um Kohlebergwerke zu boosten. Was Ganz kurz, ich, ich verstehe, ja, ich verstehe, wir haben 2023. Ich finde ich find die GUI irgendwie auch relativ lieblos. GUI, damit meine ich das Overlay hier, wo hier gezeigt wird mit Lagerhaus und so, die ist, die ist, relativ, die ist relativ lieblos. Die ist einfach, äh, sieht ein bisschen mehr aus, wie, wie irgendwas, was ich vielleicht im Excel machen würde, um irgendwas zu präsentieren aus oder PowerPoint oder so. Das ist halt, da ist nichts verspieltes mehr drin, nicht mehr so bla, ein bisschen billig. Ich muss leider sagen, es wirkt wirklich billig. Umfangreicher gestaltet wurde die Brotproduktion hat jetzt tatsächlich einen Sinn im Spiel, sie kann jetzt benutzt werden, um Kohlebergwerke zu boosten, was eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel ist. Und die Fleischproduktion erfordert jetzt immerhin Getreide für die Tierbauernhöfe, statt dass die einfach aus dem Nichts erschaffen werden. Das sind immer noch keine so umfangreichen Produktionsketten wie in vorherigen Siedlern, wo dann die Tiere auch noch zur Schlachterei gebracht werden mhm. mussten und auch noch Wasser notwendig war. Mhm. Aber es ist ein merklicher Schritt in die richtige Richtung und dadurch wird es auch wichtiger ein gutes Straßennetzwerk zu planen und die Logistik mit Eselskarren und mit Steinwegen aufzurüsten, weil sonst tatsächlich deine Siedlung bei zu vielen Warenketten irgendwann zum Erliegen kommt. Da steckt also jetzt tatsächlich um einiges mehr potenzieller Aufbauspaß und Wuselfaktor drin, als noch in der Beta damals, wo das fast komplett abwesend war. Und das ist erstmal lobenswert. Also uh, Wuselfaktor, Aber ist, Wuselfaktor ist da. Nach auf jeden all Fall. Aber all der Entwicklungszeit und nach einem Jahr extra, um auf das Feedback aus der Beta einzugehen, <laughs> fühlt es sich bizarrerweise immer noch nicht zu Ende gedacht und zu Ende entwickelt an. Weder vom Konzept her noch vom Inhalt, der hier für 60 Euro geboten wird. Und das beste Beispiel dafür ist eine Mission in der Mitte der Kampagne. Dieses Land zahlt den Preis der Gier der Menschen, die es viel zu lange ausgebeutet haben. Ja, das tut es. Ja, Ubisoft, das tut es. Merkst du, ne? Wo ich zum ersten Mal dachte, ey, das, das ist ja vielleicht doch gar nicht so blöd wie ich. Untergangsprediger hier die ganze Zeit prophezeit habe. Da hat man nämlich nahe seiner Siedlung keine Eisen- und Kohlevorkommen zum Staat, dafür aber Gold und man wird von zwei Seiten angegriffen. Man muss sich also das Gold sichern, sich in zwei Richtungen verteidigen und mit Handel die Ressourcen sich holen, die man nicht selbst endlos abbauen kann. Und das fand ich erstmal tatsächlich eine spannende Herausforderung. Ich habe mich dann entschieden, Tycoon zu werden. Ich habe haufenweise Eselsfarmen gebaut, weil das eine äh, teure Ressource auf dem Markt ist und die verkauft, um mir Waffen zu kaufen, um mir Edelsteine für Magieeinheiten zu kaufen, um mir Steine zu kaufen, nachdem das Vorkommen erschöpft war und so meine Siedlung am Laufen zu halten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass all dieses ähm, aufwendige Siedeln irgendwie mehr war, als das Spiel, glaube ich, dachte oder wollte, dass ich hier tue, und es komplett überflüssig war. Denn sobald ich mal ein paar Türme hatte in die beiden Angriffsrichtungen, haben die Angriffe auf einmal fast komplett aufgehört und es wurden keine Wellen mehr gespawnt und ich brauchte überhaupt keine Verteidigung mehr. Und dann bin ich mit meiner Armee ausgezogen in die gegnerischen Lager und habe gemerkt, da sitzt überhaupt keine KI drin die Truppen baut und gegen mich schickt. Es wurden am Anfang wohl geskriptet ein paar Soldaten gespawnt und im Lager standen jetzt ein paar Türme rum und haufenweise untätige Träger, weil nicht mal irgendwie ein aktives Dorf simuliert wurde, dann habe ich die Lagerhäuser abgefackelt und dann ist das ganze Dorf inklusive Träger einfach verpufft, verschwunden und ich bin mit meiner unaufhaltsamen Armee von einem Ende der Karte zum anderen gerollt und habe drei extrem banale Storysequenzen abgeklappert. Und das nachdem ich gerade dachte, ey, cooles Missionsdesign, hier wird tatsächlich mal was aus der Spielmechanik rausgeholt. Ich werde ermutigt, andere Mechaniken mit den Handel zu benutzen, umzudenken. Und als ich das hm. gemacht habe, hat es wirklich Spaß gemacht. Wenn das Spiel das häufiger voraussetzen würde und vielleicht tut es das in der zweiten Hälfte der Kampagne auch noch ein bisschen mehr, aber dass es halt in der ersten so gut wie gar nicht passiert, ist halt auch schon wirklich viel verschwendete Spielzeit, die man da reinsteckt, ist halt nicht nicht optimal. Mal abgesehen davon, dass die Kampagne auch sonst wirklich nicht sonderlich spannend ist. Also die klar, Siedler ist jetzt kein Storyspiel, habe ich nie erwartet. Aber es ist schon wirklich überraschend belanglos. Wir sind irgendwelche Typen, die aus irgendeinem Königreich von irgendeinem Militärputsch gegen irgendeinen König vertrieben wurden. Und jetzt irgendeine neue Heimat finden wollen, dabei aber von irgendwelchen Banditen auf Schritt und Tritt verfolgt werden und nebenbei irgendwo auch noch ihre Vorfahren wiederfinden wollen. Die Cutscenes wirken erstmal tatsächlich nett gemacht, bis du merkst, dass es wirklich in jeder Mission immer die gleichen paar Nasen sind, die um den gleichen Kartentisch rumstehen <laughs> und sich gegenseitig ihr Leid klagen, wie schlimm sie alle dran sind. Es ist wirklich sehr schnell. Sehr langweilig und sehr belanglos geworden. Das wirkt einfach so schnell zusammengezimmert, einfach. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich das zusammenzähle, immer die gleichen Charaktere, immer dieses Opening am Kartentisch, ähm, die, die Techniken teilweise überhaupt nicht zu, zu Ende gedacht, zu Ende gemacht. Ähm, die, die GUI, erwähne ich gerne nochmal, das, das wirkt einfach wie mit der heißen Nadel zusammengeflickt, um es irgendwie rauszuhauen. Als hätte man irgendwie noch gar kein Game gehabt und hätte jetzt irgendwie so auf, auf Teufel komm raus einfach nur irgendwie was zusammengeschustert und dann heimlich rausgehauen, ohne Testversion, ohne irgendwas, damit es einfach nur auf den Markt kommt und dann für 70 Euro? Das dann für 70 Euro? Es gibt geilere Indie-Games für, für viel, oh, ich mal, für viel weniger Geld, für, für viel weniger Geld und viel geilere Indie-Games und ich fange schon gar nicht damit an, dass die Siedler, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht mal sicher, ob ich das gut finde, dass die Siedler jetzt irgendwie so detailliert und richtige, richtige Menschen sind in leicht Cartoon-Optik, ähm, so, so ein bisschen Disney-Optik, eher so die Richtung. Und ich, ich Maurice hat gestern noch weitergespielt, es wurde noch, schlimm, noch schlimmer, er hat nur noch zwei Missionen überlegt, es nicht weiterzuspielen. Oh boy. Und weit weg vom... Also ich habe am Anfang gesagt, vielleicht ist es ja ein schlechtes Siedler, aber ein gutes Spiel. Offenbar, little did I know. Charme zum Beispiel eines Siedler 3 und dieser eröffnungs mit den dekadenten Göttern oben. Oder auch eines Siedler 7, das tatsächlich sowas wie einen coolen Story-Plot-Twist mal drin hatte. Kommt vielleicht hier auch noch, wie gesagt, Kampagne noch nicht durch, aber wirkt bislang echt nicht so und motiviert auch nicht wirklich zum Durchspielen. Weder spielerisch noch von der Story. Vor allem aber zeigt diese mission von der ich gerade erzählt habe das grundproblem des neuen siedler dass es immer noch nicht gelöst hat dass es irgendwie gleichzeitig ein cooles multiplayer rts und ein cooles aufbausiedlerspiel sein will und es tatsächlich hinkriegt dass diese beiden dinge sich irgendwie so gegenseitig aufheben dass es keins von beiden ist was ja nicht, nicht optimal ist und trotz Verbesserungen in beiden Bereichen, es gibt ein bisschen mehr Einheiten, es gibt ein bisschen mehr Gebäudeketten und so, trotz Verbesserungen. Wurde dieses Ziel einfach nicht erreicht. Der ATS-Part krankt vor allem daran, dass er einfach nicht tief genug ist. Es gibt viel zu wenige Einheiten und Strategien, die Schlachten sind zu langsam, oft auch relativ klein und unspektakulär und die Einheitensteuerung viel zu unpräzise, als dass du wirklich richtig coole Manöver ausführen könntest. Diese Dynamik von Schachzug und Konterschachzug, oh, ich habe gescoutet, er geht auf Bogenschützen, kontere ich mit Rittern und so weiter und so. Und dann macht der andere Landstraße. Das fehlt halt komplett, weil es dafür überhaupt nicht die Einheitenvielfalt und die strategischen Optionen gibt. Also, was ein gutes ATS ausmacht, fehlt hier einfach komplett. Im Singleplayer läuft jeder Angriff auf die gleiche unglaublich banale Art und Weise ab. Die KI hat höchstwahrscheinlich Türme gebaut oder hingesetzt bekommen äh, und oft davor noch eine Soldatenattrappe, die deine Einheiten dazu zwingt, sie mit einem Torrent anzugreifen, weil deine Einheiten immer darauf hereinfallen, wenn man ihnen ein paar Soldatenstatuen vorsetzt. Und dann hat der Turm noch eine aktive Fähigkeit, wo er im Kreis um sich herum einen Maschinengewehr Pfeilhagel feuert. Diese beiden Gebäude und Fähigkeiten wirken nicht nur absolut albern, sie erfordern auch extrem strategisch langweiliges Counterplay, nämlich immer einen Soldaten vorschicken, damit der beide Fähigkeiten auslöst, weil die KI die immer sofort auslöst, wenn ein Gegner in die Nähe kommt, dann warten, bis die abgeklungen sind und dann mit allen Soldaten reinrollen. Das ist, wie du tatsächlich extrem viele Kämpfe in der Kampagne und im KI-Skirmish gewinnst. Spaß macht es nicht wirklich. Mit der heißen Nadel gestrickt. Smokes and Mirrors. Einfach nur Smokes and Mirrors. Also, also wirklich, das, das ist halt schon, im Grunde genommen ist es, ist es Täuschung. Das ist keine KI, die dahinter steckt. Das ist einfach nur Täuschung. Mehr ist es nicht. So bitter das ist. Und strategisch interessant ist es auch nicht. Man merkt die undurchdachte Mechanik sehr daran, mit welchen. Halbgaren Lösungen sie versucht haben, Probleme aus der Beta zu beheben. In der Beta konnte man den Gegner extrem leicht wegrushen und seine Ingenieure vernichten, sodass er dann komplett handlungsunfähig wurde. Das wurde jetzt auf den Skirmish-Maps dadurch gelöst, dass auf jedem Weg zum Feind neutrale Banditenlager stehen, durch die man sich erst durchkämpfen muss was eine komplette Überreaktion in die Anrichtung ist, weil auf einmal gibt es überhaupt keine Dynamik mehr und überhaupt keine frühe Aggression. Und stattdessen läuft jede Partie so ab, dass sich beide Seiten Schritt für Schritt durch diese KI-Lager kämpfen. Langsam, langsam, langsam. Und halt der gewinnt, der schneller mit mehr Soldaten beim Gegner ist. Was gegen die Skirmish-KI übrigens unglaublich einfach ist. In meinem ersten 1v1 One -One Skirmish habe ich die ganze Zeit das Gefühl, oh, ich bin ja mega langsam hier, ich muss echt noch irgendwie meine Produktionsketten optimieren, das bestimmt ist die KI schon viel weiter als ich. Und als ich bei ihr angekommen bin, hatte sie mir extrem wenig entgegenzusetzen und ich habe sie platt gemacht und äh, damit ist die Herausforderung auch durch, was den normalen Skirmish angeht, denn Schwierigkeitsgrade oder sowas gibt es auch nicht. Ähm, also hat sich wirklich nicht sehr Spannend gespielt. Ich verstehe, ich verstehe nicht warum. Verstehe nicht. Schade, aber Projekte laufen halt auch mal schief. Das ist kein schiefgelaufenes Projekt. Das sind wirklich ganz, ganz viele einzelne Dinge, wo du siehst, dass es wirklich nur irgendwie zusammengeschustert wurde. Das ist nicht irgendwie, hm, okay, das beim Ballings immer schief gelaufen, das, das kann man nachpatchen, bla bla. Es sind ganz viele einzelne Dinge, die einfach bar jeder. Mühe sind quasi oder das, es wirkt, es wirkt einfach nur so, als wollte man das unbedingt rausbringen. Mehr nicht. Warum, das weiß ich nicht. Warum Ubisoft sich dazu entschließt, das Spiel in dem Zustand rauszubringen, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, Ubisoft hat momentan Probleme intern. Ja, das ist, glaube ich, nicht so äh, unbekannt. Vielleicht hat man kein Geld mehr für die Entwicklung übrig gehabt und wollte das Spiel, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen oder vielleicht wird es das der Grund sein. Man, man wollte das Spiel vielleicht weiter ausbauen, ist aber kein Geld dafür übrig. Und dann hat man das, was man hat, halt spielfähig gemacht. So einigermaßen. Und dann auf den Markt geballert. Ohne Pomp und Gloria, sondern einfach nur in den Shop gehauen für Leute. Ironischerweise für Leute, die Siedler lieben. ja. Für die Leute hat man es auf den Markt geballert, weil die sich ja sowieso nicht kaufen. Äh, weil die sich ja sowieso kaufen. Obwohl man das eigentlich für alle auf den Markt ballern wollte. Obwohl man es Mainstreamen wollte. Das war ja das, warum man, glaube ich, zurückgegangen ist von den ganzen Siedler-Features. Und ironischerweise hat man das Gemainstreamte dann nicht fertig bekommen und dann einfach beider features in den shop geklatscht und verkauft es an siedlerfans. ich glaube nicht dass es funktioniert. und zeigt auch ein wenig die tiefergehenden probleme dass es halt hier keine robuste spielmechanik gibt die zum beispiel rushes aber auch Verteidigung gegen die Rushes und dann ein organisches Late Game erlaubt, so wie ein Age of Empires, wo du ja auch früh mit Rammen äh, rübergehen kannst und dem Gegner richtig Probleme machen kannst, aber wo es dafür dann wiederum Gegenmaßnahmen gibt und auch natürliche Schutzmechanismen wie ein Dorfzentrum, das schießen kann und so. Hier hat man sich halt für die simpelste Lösung entschieden: okay, dann, dann muss man halt erst durch diese ganzen Banditenlager durch und dadurch in die andere Richtung ein extrem unspannendes Spielkonzept geschaffen. Und all das schlägt sich dann auch auf den Aufbaupart nieder, denn man muss extrem wenig bauen. Selbst Nahrung ist komplett optional, weil sie nur dazu dient, Produktionsketten zu beschleunigen, also den Output zu verdoppeln, und sie nirgends dringend gebraucht wird, außer später mal bei der Forschung, die man aber auch nicht wirklich braucht. Und wisst ihr noch damals, als man... Die Bauernhofregion hatte und dann geguckt hat, dass auf dem Weg dann möglichst die Mühlen liegen und dann von den Mühlen kommt man dann zur Bäckerei und das liegt so auf dem Weg, dass dann hoffentlich irgendwie ähm, nicht, nur, nicht nur die Soldaten was. Die Soldaten haben, glaube ich, auch gegessen, die brauchten Bier und Gold, ne? Äh, genau, aber dass auf jeden Fall die ganzen Bergwerke versorgt sind und dann hast du irgendwie Bergwerke gehabt, die hatten mal gar kein Brot und gar nichts, die haben nichts geliefert und dann hast du geguckt, hä, wie kriegen jetzt die Sachen dahin und bla, und dann muss ich ja noch ein Lager machen, vielleicht dann noch verbinden, okay, den Weg kann ich da abkürzen und sowas halt. Und das war Siedler. Das war Siedler. Und dann natürlich immer noch äh, Katapulte bauen, um dann äh, die, Türme, ähm, die, die Türme der Gegner kaputt zu machen und schnell seine eigenen Häuser dahin zu hauen, damit möglichst schnell noch irgendwelche Goldsoldaten dahin gehen, damit man beim Gegner einfallen kann und dann möglichst den Gegner schnell platt machen, bevor seine Goldsachen kommen. Und dann hat man so viel Land gehabt, dass man einfach zu wenig Soldaten gehabt hat. Und, ne? Denn, wie gesagt, gegen die KI und in bislang allen Kampagnenmissionen, die ich gespielt habe, reicht es tatsächlich einfach aus. Ein Waffenvorkommen, also ein Kohle- und Erzfeld zu erschließen, daraus Waffen zu produzieren und mit den Standardsoldaten zum Gegner zu rollen. Das heißt, man hat da auch immer so ein bisschen Downtime, wo man wartet, bis genug Waffen produziert sind. Ich habe tatsächlich dann immer so aus Prinzip die Nahrung doch noch gebaut, weil ich halt gerne baue. Bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht im Multiplayer noch notwendiger wird. Denn der Multiplayer, wie gesagt... Ich habe es mehrfach probiert und konnte keine Partie zu Ende spielen. Deswegen kann ich noch nicht abschätzen, wie das Later Game ja. sich dort ja. entwickelt. Ich würde ehrlich gesagt vermuten, es wird da auch so laufen, dass es eher darum geht, möglichst schnell mit möglichst vielen Standardsoldaten beim Gegner zu sein, als dass man da wirklich noch tief ins Late Game geht und alles erforscht und Sumi, alle Warenketten baut Sumi, und so. Ist jetzt aber schön, nur eine Vermutung, wie gesagt. Ähm, oh. Im Singleplayer jedenfalls ist es halt wirklich so und das führt dazu, dass dieser typische Siedlerschaffensdrang überhaupt nie aufkommt. Und für mich ist das Kernproblem darin zusammengefasst, dass in jedem Siedler, das ich bislang mochte, ich nie genug Bauplatz haben konnte. Bauplatz war immer das Problem. Ja, ja, ich wollte ja. alles vollbauen und ja. das Schönste, was man finden konnte, der, der schönste Anblick, war eine weite offene Wiese ja, vor dir, Bauernhöfe. die du in Besitz oh. genommen hast. Wo du sofort, oh, da kann ich ja, Gott, da passen ja drei Farmen hin. Ja, oder Hammer, endlich meine Tierproduktion. Ja, Frieden, und und en endlich noch diese Warenkette oder noch mehr. <laughs> und hier ist es so: Ja, ich, ich hab noch Bauplatz, aber ich hab doch meine Waffenproduktion auf meinem einen Erzfeld schon und passt doch, reicht doch. Das, deswegen kommt diese, die, diese Siegellust. Kommt nie wirklich auf. Zumal auch tiefere Spielmechaniken dabei fehlen. Zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit, ähm, bestimmte Waren oder Baustellen zu priorisieren. Hm. Was immer wieder dazu führt, dass du vielleicht, wenn du gerade mal ein bisschen verpennt hast. Jedes Indie-Game schafft das inzwischen. Prio-Bau-Bauplätzen schafft jedes Indie-Game inzwischen. Jedes Aufbauspiel der letzten drei, vier Jahre die wir ne, aus dem Indie-Bereich auch im Early Access gespielt haben und so weiter, Prio-System ist immer drin. Wenn du einen Holzfäller brauchst, weil du kein Holz hast, dann musst du erstmal den Holzfäller bauen, weil die anderen Baustellen sonst nicht weitergehen. Deswegen, dafür gibt es das Prio-System. Wenn du Essen brauchst für die Bevölkerung oder Kohle oder sonst irgendwas, kannst du so arbeiten, dass du genau auf dieses Ziel hinarbeitest. Dafür gibt es das Prio-System. Du hast ausreichend Trägernachschub zu besorgen, was auch klar an deinen Fehler ist. Aber dann hast du Träger, die irgendwie immer noch Nahrung durch die Gegend karren, während deine Wohnhausbaustellen mit dem dringend benötigten Stein und Holz ewig nicht beliefert werden, weil die Träger andere Sachen für wichtiger halten und du hast nicht wirklich eine Möglichkeit einzugreifen, außer unglaublich viele Sachen alle einzeln zu pausieren, damit Träger frei werden. Einfach sagen: Hier, das ist gerade wichtig. Bitte jetzt Holz und Stein vor allem anderen oder diese Baustelle vor allem anderen. Essentielle Aufbaumechaniken. Fehlen hier einfach. Und dazu kommen auch immer wieder Bugs. Wie zum Beispiel eine komplett verhakte Trägerwarteschlange, die sich bei mir mal am Hafen gebildet hat, die ich dann lösen musste, indem ich die Straße abgerissen habe. Weil ohne Straße ging die Wegfindung auf einmal. Mit Straße sind sie alle auf der Straße gestanden und, und haben sich ähm, beschwert. Was wiederum tatsächlich dafür, darauf hindeutet, dass auch an einige dieser Stellen dieses Spiels richtig viel Detailliebe reingeflossen ist. Das macht es umso trauriger, dass das Endprodukt einfach irgendwie nicht zusammengekommen ist. Weil du siehst dann, wie diese Träger im Stau wütend sind. Die sind da extra animiert. Die Grafik allgemein ist fantastisch. Also das stimmt. es stecken coole Sachen in diesem Spiel. Aber das Spiel steht sich immer wieder selbst im Wege. Und selbst wenn man sich entscheidet, einfach aus Lust und Laune, ich muss nicht, aber ich will, richtig schön ausgiebig siedeln, dann kann ich das nicht. Weil ich extrem schnell, schon bevor ich eine Zwei-Spielerkarte zur Hälfte zugebaut habe, an das 500-Siedler Denkst du, Ubisoft schießen Siedler mit Absicht, damit es keine Konkurrenz vor Anno gibt? Wäre eine komische Entscheidung, weil Siedler meiner Meinung nach überhaupt nicht in Konkurrenz zu Anno steht. Das sind zwei ganz verschiedene, äh, sag ich mal, Aufbauspiele. Ubisoft hätte ja was davon, wenn Siedler ein gutes Spiel wäre, würden das ja Leute kaufen. Und momentan kommt ja auch kein neues, äh, kein neues Anno raus. deal ist natürlich klar. Aber Anno-Fans holen sich trotzdem die DLCs. Anno 1800 ist von den Leuten gekauft, die spielen. Die Kaufphase ist ja schon größtenteils durch. Und jetzt könnte man halt wieder ein neues Game machen, wo wieder eine neue Kaufphase losgeht und theoretisch dann auch DLCs für Siedler rausbringen, wenn es ein gutes Spiel wäre, wenn Leute das gerne spielen würden, statt äh, Skins für Grenzsteine, was inzwischen ein Running-Gag ist. Ja. Bevölkerungslimitstoße. Das Spiel ist fundamental nicht auf ausgiebiges siedeln ausgelegt im kern seiner spielmechanik erlaubt es dir das nicht was so, so schade ist und dann sind, da, dadurch sind auch die armeen nicht riesig also an, an keiner ecke kannst du mal so vom, vom leder ziehen wie du möchtest wo auch das sehr bizarre pacing nicht hilft das, das ich ehrlich gesagt schwer beschreiben kann weil du baust gar nicht so viel es dauert aber gefühlt oft länger als es sollte, so dass es sich irgendwie trotzdem zäh anfühlt, obwohl du gleichzeitig das Gefühl hast, es will eigentlich ein bisschen schnelleres Spiel sein und von der reinen Zeit her ist es das vielleicht auch. Ähm aber trotzdem hast du dabei nicht das Gefühl eines Spielflusses. Ich, ich glaube, wie gesagt, es liegt an diesem mangelnden Schaffensdrang, der dich die Zeit vergessen lässt und der dich vorantreibt, dass du immer was Neues zu tun hast, mhm. während andere Produktionsketten anlaufen. Dieses Gefühl, das du in früheren Siedlern halt immer hattest, das fehlt hier. Und dadurch fühlt es sich langsamer an. Ähm als es müsste oder sollte, obwohl ja ein Siedler eigentlich langsam sein darf, es muss ja nicht schnell sein. Aber es fühlt sich träge an, trotz. Es ist sehr, sehr, sehr cool. Ich habe über 30 Stunden und es macht Spaß, weiß nicht, was wir haben. Also gut für dich, ich freue mich für dich. Aber von, von dem, was ich sehe und von dem, also die Punkte, die Maurice hier aufzählt aus eigener Praxiserfahrung, kannst du nicht unbedingt von der Hand weisen. Es gibt schon viele Kritikpunkte. Wenn es ja Spaß macht, all fun to you, ja. Also ähm, gönn die auf jeden Fall. Ich bin leider gerade einfach nur sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ich finde es ich halt super schade und auch sehr, sehr unnötig einfach. Komisch in Worte zu fassen, wie, wie sie das irgendwie hingekriegt haben. Hm. Und deswegen ist wirklich sehr selten eine Herausforderung, aber sehr selten auch entspanntes Siedeln irgendwie. Also beides ist nicht vollkommen da. Die. Die einzig echte Herausforderung, die ich bislang äh, gesehen habe im Spiel, ist der Extremmodus, wo du unter bestimmten extra harten Bedingungen siedeln musst. Die machen aber nicht so wirklich Spaß. Ja. Vielleicht bin ich zu hart, aber es gibt zum Beispiel, das sind Missionen, die auch regelmäßig rotieren. Und eine davon ist zum Beispiel, dass nach ein paar Minuten schrittweise deine Gebäudebauoptionen deaktiviert werden. Du kannst dann erst keine Gildenhalle und kein Werkzeugmacher mehr bauen nach drei Minuten, nach sieben Minuten auch keine Minen und keine Wohnhäuser mehr und musst sie dann an so Statuen reaktivieren. Was auf dem Papier irgendwie nach einer spannenden Herausforderung klingt. Aber in der Praxis nur auf die Nerven geht, ehrlich gesagt. Und das, so will ich doch nicht Siedler spielen, dass meine Gebäude deaktiviert werden und ich immer weniger bauen kann. Also, das, das mögen andere Leute spannend <laughs> finden, räume ich offen ein. Für mich war es nichts. Ähm, deswegen, äh, auch das hat mich nicht abgeholt. Und selbst mit Extremmodus eingerechnet, kommt noch dazu, dass einfach vor allem für ein 60-Euro-Vollpreisspiel essentielle Inhalte fehlen. Zum Beispiel, es gibt ja auch 2v2 und 4v4. Die kannst du aber nicht im Singleplayer spielen. Du kannst gegen die KI spielen, aber nur mit anderen Spielern dann. Du kannst keine KI-Verbündeten einstellen. Was jedes ATS seit 20 Jahren kann. Irgendwie. Und du hast auch keine direkte Karten aus. Du kannst nicht direkt die Map auswählen. Es gibt ein unglaublich umständliches Menü, wo du für, fürs Matchmaking jede einzelne Map aktivieren oder deaktivieren kannst. Und wenn du bestimmte spielen willst, musst du alle im Singleplayer auch, wie gesagt, nicht im, im Singleplayer auch, musst du alle Maps in diesem Menü deaktivieren, die du nicht willst und die eine aktiviert lassen, die du magst. Das ist der einzige Weg wieder. Wer denkt sich denn so ein Interface aus? Also da, da muss man, da musst du dich halt wirklich den, also. Kopf, Stirn und so, Hand, Stirn, sorry. Ähm, ich weiß nicht. Mit der heißen Nadel gestrickt. Es ist einfach, und je mehr ich sehe, desto mehr sehe ich die Theorie bestätigt. Es ist alles mit der heißen Nadel gestrickt, alles irgendwie zusammengeworfen, dass es funktionell ist, ja, nicht, nicht übersichtlich, nicht praktisch, nicht benutzerfreundlich, nur funktionell und dann auf den Markt geschissen. Böses Wort, aber ja. Also das halt in einem Spiel, wo auch Speichern erst auf beta Feedback hin reingepatcht wurde. Und dann kommt noch dazu, dass der Multiplayer auch noch gar nicht funktioniert. Und das wie gesagt in einem 60 Euro Vollpreisspiel, einem 60 Euro Vollpreisspiel mit Echtgeldshop. Ähm ich bin aber ehrlich, der Echtgeldshop hat mich gar nicht so gestört. Ähm der ist tatsächlich vergleichsweise harmlos. Du zahlst zum Beispiel 3 Euro für einen Grenzstein Skin. Das ist nicht so teuer, wie ich befürchtet hatte. Es ist aber trotzdem albern, dass es Grenzstein-Skins überhaupt gibt. Und der Shop bedient sich doch einiger nerviger Tricks aus dem Handbuch der dreisten Echtgeld-Shops. Du kannst natürlich die Echtgeld-Währung nicht in den Paketen direkt kaufen, die du bräuchtest. Es gibt zum Beispiel kein 3-Euro-Paket. Ähm, es gibt mindestens 4,99. Äh, es gibt eine Ingame-Währung, die du dir extrem knausrig verdienst. Du brauchst 30.000 für einen Grenzstein-Skin und Extremmodus. Ein Sieg bringt dir 200 bis 400. Ähm, und der Shop-Inhalt rotiert auch noch regelmäßig. Also, es werden hier Tricks benutzt. Es ist aber alles kosmetisch. Und ich glaube ehrlich, man kann den Shop komplett ignorieren. Es wird dir nichts fehlen. Also, so ja, fair stimmt. muss man sein. Es ist trotzdem. Bei Grenzstein-FOMO, weißt <laughs> du? Oh nein, ich muss das jetzt kaufen. Der Shop wird aktualisiert. Ich muss diesen Grenzstein jetzt haben. Irgendwie aus Prinzip ein komischer Beigeschmack in einem 60-Euro-Spiel, das mit Abstürzen und kaputten Multiplayer und Essentiellen fehlenden Features erscheint, direkt ein Shop am, zum Launch am Start ist, aber der Fairness halber, ich meine, das ist halt Gaming heutzutage, ne? ich mag's auch nicht, aber hey, willkommen. Ich, ich bin ganz ehrlich, solange es nur kosmetisch ist, wenn sich jemand einen Grenzstein kaufen will, ich verurteile das nicht, bitteschön, gönn dir, kann ja auch schön sein. Angenommen, es wäre ein richtig geiles Siedler, ja? Wenn es ein richtig geiles Siedler wäre, und man hätte so langweilige Grenzsteine und könnte das... Und man, man spielt halt schon eine ganze Weile und hat dann einfach Bock, sein, seine Map aufzupimpen oder vielleicht mal irgendwas anderes, bla, bla bla, freizuschalten. Kann ich verstehen, wenn man dann sagt, okay, ich habe so lange gespielt, ich, ich habe ich hab schon Bock, für drei Euro gönne ich mir das mal. Ver Verstehe ich schon, ist auch okay. Ja, muss man nicht drüber reden. Solange es nur kosmetisch ist, okay. Aber ja, bei, bei, bei dem Game... Und in der modernen Zeit. Unterm Strich muss man tatsächlich aber noch mal festhalten, es, es gibt Momente, wo der Siedelspaß aufkommt in diesem Spiel. Es, ist, es macht durchaus Spaß, so die ersten Produktionsketten zu bauen, wenn es nicht so schnell so eintönig werden würde und so schnell alles gesehen hättest. Das Spiel sieht toll aus, ich mag sogar das Hexfeld puzzeln, die, die Gebäude ineinander zu schieben. Und man hat das Gefühl, es war nach dem Beta-Feedback auf dem richtigen Weg. Ähm, es wurden... Sachen eingefügt, die sich die Fans gewünscht haben, wenn auch nicht immer so, wie sie sich die gewünscht haben. Es gibt einen Förster zum Beispiel jetzt, aber der pflanzt keine Bäume. Der ist einfach ein Gebäude, das wie ein Holzfäller funktioniert, der keine Bäume braucht, also der Bäume aus dem Nichts produziert. Was? W was? W aber aber was? Mit der heißen Nadel, mit der heißen Nadel, mit ähm, der heißen Nadel. Trotzdem, ne? Ist. Im Grund wurde auf die Fans gehört und man hat das Gefühl, wenn das jetzt eine Beta wäre und nicht der Vollpreis-Release und man noch ein bisschen weiter daran arbeiten würde, dann könnte es durchaus noch so ein nettes ATS-Aufbauspiel-Hybrid-Ding werden. Viele der Schwächen sind durchaus ausbügelbar. Man kann aber auch irgendwo verstehen, dass, also nach all dieser Zeit, dass irgendwann Ubisoft die Reißleine ziehen musste und das Ding halt mal erscheinen muss. Und wir werden nie wissen, was da hinter den Kulissen schief lief, dass die Vision irgendwie nie aufgegangen ist und man es komplett umstellen musste hmm. und es irgendwie nie wirklich zu dem geworden ist, was es sein sollte. Ich glaube auch, das wird's ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es ein ausreichend großes Publikum findet, um noch viel weiterentwickelt zu werden, mhm. weil weder ATS Fans noch Hardcore Aufbaufans es sehr mögen. ATS Fans haben Bessere Alternativen und der Aufbaumarkt boomt ja auch. Es gibt so viele coole, komplexe, tiefe Aufbauspiele. Es ist richtig Bedarf für coole, komplexe Aufbauspiele da. Umso unverständlicher ist, dass sie das nicht gemacht haben. Wenn man sich halt auch anschaut, dass sie mit Anno selbst ja großen Erfolg haben. Ähm, also, ich, ich glaub, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es noch zu einem Happy End kommt für dieses Spiel. Ähm, wir werden trotzdem natürlich noch den finalen Test äh, rausbringen. Wie gesagt, mein Eindruck hier ist noch nicht vollständig. Ich habe zum Beispiel eben die zweite Hälfte der Kampagne noch nicht gespielt. Ähm, und wir werden euch auf dem Laufen halten. Also äh, folgt uns, folgt gamestar.de. Ich selbst werde das Spiel auch noch weiterspielen auf meinem Twitch-Kanal, Maurice Weber. Bitte alle folgen. Ganz toll. Ja, äh, und bis dahin. Schreibt mir doch gerne, was ihr vom neuen Siedler haltet. Habt ihr es schon gespielt? Hattet ihr Probleme? Wie lief's für euch? Sagt mir Bescheid. Äh, ich freue mich auf eure Meinungen. Wir warten auf Pioneers, würde ich sagen. Wir, wir warten auf Pioneers von Volker, von Volker Wertig. Lass mal lieber das machen. Ich, ich, glaube, ich glaube, Siedler, ich, ich werde das nicht kaufen.